Berechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters? Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Nicht insolvent werden, aber ich meine, im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Die sind nicht insolvent, die hören nur einfach auf zu verkaufen. Wie vollständig überfordert der inkompetente Robert Habeck mit jedem politischen Spitzenamt ist, war allerdings schon viel früher klar. Offensichtlich auch seiner Parteifreundin Annalena, ich komme eher vom Völkerrecht und ich bin für feministische Außenpolitik, Annalena Baerbock. Schauen Sie. Manchen Dingen sind wir einfach sehr anders. Und da gibt es natürlich Themen, ja. Vom Hause her kommt eher Hühner, Schweine, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja, da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel und das passt gut. Ich glaube halt, das ist gut, dass wir ein Ding, es wäre doch blöd, wenn wir genau beide sagen, ich bin aber Völkerrechtsexperte oder ich bin aber Landwirtschaftsexperte, ja, dann würden wir uns dauernd streiten, wer dieses Themenfeld jetzt besetzen darf. Wahnsinn. Und diese Leute regieren Deutschland. Ich weiß nicht, was hast du da, Hühner, Schweine, Kühe melken? Heute wissen wir, Annalena Baerbock ist eine Schmalspurvölkerrechtlerin, die Nigerianern vorschreiben will, wo sie ihre Klos hinstellen. Aber Robert Habecks Kompetenz hat sie ziemlich präzise beschrieben. Kurz bevor der Mann die Verantwortung für unser wirtschaftliches Schicksal übernommen hat, durften wir einen Blick in das Seelenleben von Robert Habeck werfen. Schauen Sie. Also man fragt sich ja manchmal, wie kannst du nur so doof sein, regieren zu wollen? Ich meine, das ist ja nun wirklich eine fürchterliche Lage. Corona und die Aufgaben selbst, auch jetzt hier von meinem designierten Ministerium, sind so riesengroß und es wird so viel Ärger geben. Und ich werde meine Familie so wenig sehen und ich werde so ins Fadenkreuz geraten, dass man wirklich denkt, was machst du doch eigentlich? Das nicht zu tun wäre ja, dann muss man auch zurücktreten und sagen, ich bin draußen. Ja, genau das fragen wir uns auch. Warum machst du das eigentlich, Robert? Bitte, bitte, bitte hör auf. Wir sehen einen Mann, der sich den Job, den er da übernehmen wird, ganz offensichtlich selbst nicht zutraut. Und zwar zu Recht, wie man an der nächsten Sequenz sehen kann. Schauen Sie. Wann geht's los? Wissen Sie das? Keine Ahnung. Aber ich weiß wirklich, sowas bin ich hier draußen. Ich weiß nicht, was ich morgen mache. Ich weiß nicht, was ich Freitag mache. Ich bin gerade... Ich habe vor 5 Tagen mal Klamotten gewaschen. Die stehen da seit 5 Tagen im Flur rum. Seit 10 Tagen habe ich nicht mehr abgewaschen, der Müll ist nicht rausgebracht. Das ist, die Milch ist alle, das ist alles. Ja. Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß. Weil ich hatte keine Milch mehr und auch keine Hafermilch und gar nichts mehr. Ist Ihre Frau nicht da? Nee, die ist. Kein Bock. Die will auch nicht zu gucken, wie ich untergehe. Nee.